wir haben seit rund 2 Jahren eine sehr stabile Hochkonjunktur, deren Höhepunkt wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer gewesen ist. Was die aktuellen und handfesten Zahlen angeht, gibt sich die Wirtschaft bislang nahezu unbeeindruckt. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Beschäftigung steigt weiter, die Löhne nehmen zu, der Exportmotor läuft auf hohen Touren. Entsprechend positiv ist das Urteil der regionalen Wirtschaft über ihre aktuelle Geschäftslage. Das gilt im Übrigen auch für fast alle Branchen, von der völlig ausgelasteten Bauwirtschaft bis hin zu in den vergangenen Jahren häufig unzufriedenen Einzelhandel. In den von mir aufgezählten positiven Aspekten gibt es eine ganze Reihe von Konjunkturrisiken. Handel und Dienstleistungen sorgen sich vor eventuell kommenden Dieselfahrverboten, insbesondere hier in unserer Region. Aus dem Ausland, das wissen wir alle, gibt es natürlich viele beunruhigende Nachrichten von der Abschottungspolitik der USA, deren Handelsstreit mit China, das wissen wir, die Türkei-Krise, den Sanktionen gegenüber Russland und dem Iran, den bislang ungelösten Problemen beim Brexit, bis zuletzt zu den immer wieder aufflammenden Schuldenkrise in Italien mit Risiken, das wissen wir, in der EU und auch letztlich für den Euro. Deshalb hat sich Ihre Geschäftserwartung für das kommende Jahr etwas verhaltener als bislang dargestellt. Insofern dürfte sich auch die Wirtschaft 2019 erfreulich entwickeln mit einem Wermutstropfen, gerade hier in unserer Region. Es wird immer schwieriger, entsprechendes Personal zu beschaffen. Ich treffe inzwischen immer wieder Unternehmen, die Aufträge mangels Personal ablehnen bzw. ablehnen müssen und angesichts der Rekrutierungsschwierigkeiten zunehmend resignieren. Insofern ist der Fachkräftemangel für die Unternehmen mit Abstand inzwischen das größte Konjunkturrisiko. Unsere Aussagen fußen dabei durchwegs auf Antworten von 800 bis 900 Teilnehmern. Deshalb an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank an alle Unternehmen, die sich dort beteiligen. Nur durch deren Engagement können wir handfeste Aussagen treffen und uns hier vor Ort für die Belange der Wirtschaft einsetzen.